Na, das sind doch mal gute Nachrichten so kurz vor Weihnachten. Wenn alles nach Plan läuft, startet die Eisbahn Zwickau nach längerer Pause in die nächste Runde. Die Eisbahn wird in diesem Jahr im Auftrag der Stadt Zwickau von der Diakonie Westsachsen betrieben, welche das Areal bereits von April bis Oktober gepachtet hat. Im Moment wird die Eisfläche hergestellt. Wenn die Witterung es zulässt, kann man ab dem 21. Dezember wieder Eis laufen. Und so könnte es bald am alten Erlenbad wieder aussehen. Zu verdanken ist das in erster Linie Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt, betonte Andreas Seidel, Vorstand der Diakonie Westsachsen, in seiner Begrüßungsrede zur Pressekonferenz am Montagmittag. Wir wollten eigentlich erst im Januar starten, aber jetzt haben wir es doch geschafft, das Ganze noch vor Weihnachten zu tun. Und da bin ich sehr stolz auf unser Team vor Ort. Auch auf die Unterstützung unserer Partner, gerade die Firma Kühsport ist hier zu erwähnen, die uns mit Rat und Tat hier sehr zur Seite steht. Ob es der 21.12. jetzt tatsächlich wird, das ist unser großer Wunsch und wir arbeiten mit Hochdruck auch Tag und Nacht. Aber ich bitte alle, die da an diesem Tag auch dann schon kommen möchten, vorher nochmal im Internet sich zu informieren, wenn es dann doch erst der 22. ist, dass niemand umsonst anreist. Also das wäre nochmal eine ganz wichtige Mitteilung. Es fehlen noch 3 cm Eis, hat Herr Birner auch gerade gesagt. Wir sind zuversichtlich, die jetzt hinzubekommen in den nächsten 2 Tagen, aber Sonne und Wind sind unser natürlicher Gegner und müssen wir jetzt einfach schauen. Ich möchte erstmal den Dank auch zurückgeben. Zunächst, wir sehen ja, es ist eigentlich ein tolles Gelände, nicht eigentlich, es ist ein tolles Gelände, was eben den Raum bietet, damit hier Familien, Kinder, Jugendliche freie Zeit verbringen können. Und es wäre einfach schade gewesen, wenn wir eben dieses Freizeitangebot hier nicht hätten anbieten können. Ich bin der Diakonie sehr dankbar, dass sie sich auf das Abenteuer Eisbahn eingelassen hat. Ich denke, da gibt es trotzdem noch viele Fragezeichen und das wird so ein nach vorne tasten sein, wie die erste Saison funktioniert. Funktioniert, hat und wird es weiterhin, wenn alle an einem Strang ziehen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass es schon eine enorme Kraftaufwendung ist, so ein Projekt Eisbahn zu stemmen. Und wir waren einfach froh, dass wir einerseits mit eigener Manpower, aber natürlich auch über die Partner, die das in den letzten Jahren betrieben haben, Kraus, Matthias und Günnel Rüth, versierte Partner an der Seite hatten. Ohne die wir, denke ich, auch nicht so schnell, auch jetzt vor Weihnachten noch zum Zuge gekommen wären. Elfried Ralf Börner nahm uns dann mit auf einen Rundgang. Und wir würden jetzt die Tür das erste Mal öffnen. Das ist der Einlassgang. Hier sind die Toiletten männlich, weiblich, behindertengerecht. Und ab hier sind wir jetzt im Raum des Geschehens, also sprich hier werden dann die Schuhverleihe stattfinden. Hier wird Eintritt abkassiert. Erwachsene 5, Kinder 4 und Gruppenschulklassen 3 Euro. Ab hier geht dann auch der Bereich los, der mit Teppichen ausgelegt ist. Und ab hier kann man dann im Außenbereich mit den Schlittschuhen bis zur Eisfläche laufen. Und hier ist dann der Bereich, wo die Teppiche ausgelegt sind, auch hier auf der Bank. Überall sind das Gelegenheiten, schon Schuhe zu wechseln. Und wir haben dann eigens, wenn viele Gruppen, Schulklassen, andere kommen, noch einen Container aufgestellt. Und auch hier vielleicht mal einen ganz kurzen Blick reinwerfen. Auch hier können dann Schuhe noch mal gewechselt werden. Genau. Und so sieht das dann aus, wenn Betrieb ist. Ansonsten, wenn ein Rettungsfahrzeug kommt, kann das jederzeit schnell durch. Also das ist natürlich ein Aufwand. Wenn man das so sieht, in den letzten 3, 4, 5 Tagen haben die Mitarbeiter von Kühsport und von Kraus und unsere Mitarbeiter natürlich alles getan, dass die Bahn sukzessive, das Eis sukzessive permanent wachsen kann. Alles ist getan, dass der Betrieb wieder starten kann. Auch ein Imbissangebot wird es geben. Wir freuen uns vor allem auf die vielen Kinder und Jugendlichen und Familien, die da kommen, weil für die machen wir es ja.
Währenddessen wir als Sommerbetreiber sozusagen den Multipark mit 10 Erlebnissportarten da angeboten haben, viel Beachvolleyball, Minigolf und anderes mehr, fragten schon viele, wird denn die Eisbahn wieder? Es war ein Dauerbrenner, eine Dauerschleife. Jetzt freuen wir uns auf die Eröffnung und ein guter Gastgeber sein zu können.